Servus Leute, willkommen zurück zu Dreadout. Bleib stehen! Es ist lange her, ich muss erst mal testen, wie es nochmal ging. Habe ich Lust drauf? Nee, habe ich nicht. Okay, ja, ich bin ruhig, ich weiß, aber ganz im Ernst, ich hab Schiss. Oh Mann, warum bloß? Dai, warum tust du mir das an? Kannst du mir das sagen? Weil du es sehen willst, ja, aber... Ich weiß übrigens nicht, wie lange ich dieses Spiel durchhalte. Ich habe mich jetzt oft davor gedrückt. Ich hab's jetzt fast einen Monat nicht mehr aufgenommen. Weil ich einfach zu viel Schiss davor habe. Ah, das ist natürlich immer gut. Gehen wir mal hier rein. Ich sehe nix. Oh, doch jetzt. Ich sehe so einen Effekt wieder. Muss irgendwo was sein. Bitte kein Geist. Bitte kein Geist. Ein Skelett. Wobei, dann hätte es eine andere Farbe. Oh, gefunden. Ring. Ein seltsamer Fingerschmuck, der von mysteriöser Energie pulsiert. Ganz im Ernst, ich habe Angst, mich umzudrehen. Ich mache die Augen zu und drehe die Kamera. Okay, ist nix. Ich hab Schiss. Sowas von... Muss aber noch irgendwo was sein. Okay, gehen wir mal da lang. Ich würde hier gern rennen, aber ich bin viel zu feige, ganz im Ernst. Klappern wir mal alle Türen ab. Nicht einfach reingehen. Hier muss irgendwo was sein, oder? Warum steht der Stuhl da oben? Oh, warum muss ich dieses Spiel spielen? Warum? Es ist zu übel für mich. Ich halte das nicht aus. Ja, ich bin ein Feigling, ich weiß. Das muss irgendwo was sein. Geh nicht einfach da rein. Oh, lesen. Ja, das ist das Beste an dem Spiel. Diese Stadt ist nicht so verschlafen, wie man auf den ersten Blick meinen mag. Anscheinend haben sie einen eigenen Feiertag. Es gab ein ausschweifendes Fest mit lebhafter Musik, Tanz und jeder Menge Essen. Es waren alle da und hatten Spaß, eine unglaubliche Erfahrung. Naja, da war eine Sache, die irgendwie seltsam war. Ich hätte schwören können, dass ich während des rituellen Tieropfers Schreie gehört habe. Andererseits haben die Trompeter und die Trommler sowieso alles übertönt. Wahrscheinlich habe ich mir das nur eingebildet. Zumindest schien keiner der anderen irgendwas bemerkt zu haben. Ja. Rat mal warum. Mit kranken Ritualen, da hat ja Project Zero schon ordentlich einen vorgelegt. Zum Glück mache ich von diesem Let's Play nur kurze Parts, weil ich halte das psychisch nicht aus. Das ist viel zu viel für mich. Es passiert hier eigentlich gar nichts, aber ich mache mich selbst verrückt. Ich muss immer damit rechnen, dass jetzt irgendwas Gemeines kommt. Weil das Gute ist, wenn ich so kurze Parts mache, dann
Während die Parts speichern, kann ich mich immer so ein bisschen beruhigen. Wo war ich schon? War ich da schon mal? Ich glaube nicht, oder? Oh. Wer ist denn das da vorne? Dich kenne ich doch, glaube ich. Ist das diese Sau? Komm her, du Sau. Die geht vor mir weg. Hä? Ich bin doch nicht blind. War ja so klar. Okay, gehen wir der Sau mal hinterher. Oh, dieses Video ist so langweilig. Keiner wird sich's angucken. Weil ich einfach viel zu viel Schiss hab. Vor allem, ich muss das hier im Vollbild spielen. Wenn's ja, toll, da, jetzt sieht man das da rechts unten. Ich hoffe, das sieht man nicht, aber wenn's ich schon sehe, dann werden's alle anderen aussehen. Das ist dumm. Sorry. Ist es klug, da reinzugehen? Ich glaube nicht. Da ist die Sau. Da um die Ecke steht sie. Oder? Ich bin total irritiert. Ich bin mir 100% sicher, dass ich hier wieder diese komische Wildsau gesehen habe. Immer wieder diese komischen Toiletten. Wie lange nehme ich auf? 8 Minuten. Ich könnte Schluss machen, aber ich will eigentlich noch gern so ein Speichersymbol sehen. Es ist rot, ich guck weg. Einfach drücken. Oh, die Sau ist da. Autsch. Das war die Sau, die um die Ecke gekommen ist. Hau ab. Ziel aktualisiert. Ja, dafür hat die Sau mir ordentlich einen vor den Latz geknallt, weil ich weggeguckt habe. Aktualisiertes Ziel? Wo, gucken, wo kann ich denn das sehen? Ah, hier mal diesen Ring. Na, ah, stimmt ja, das Foto da. Da ist ein ekelhaftes Schweinemonster, das einen Schlüsselbund um den Hals trägt. Wenn es nur einmal stillstehen würde, dann könnte man sie losschneiden. Ein Schlüsselbund? Das ist krank. Speichersymbol rechts oben. Ah, perfekt, perfekt, perfekt. Ah, ah. Gut, jetzt testen wir es mal. Weil ich halte das nicht aus, es tut mir leid. Ich kann von diesem Spiel nie mehr aufnehmen als 10 Minuten oder so. Weil es macht mich einfach fertig. Es passiert so gut wie nichts, aber ich bin immer am Ende. Dass mich da einmal die Woche dran wage, das ist schon ein Maximum. Sicher da. Ja, die Lieblingsbilder sind mir scheißegal. Ich will das Spiel einfach. Witching Hour. On Tuesday night. Was? Tuesday? Das ist doch Dienstag. Wir haben heute nicht Dienstag. Wir haben heute Donnerstag, oder? Ja. Da habe ich mich gerade verlesen. Und da stand Thursday night. Oh, seit wann ist Donnerstag der Hexentag? Egal. Belassen wir es dabei. Gut, dann würde ich sagen, das war Dreadout. Ja, hat nicht lange gedauert, tut mir leid, aber wie gesagt, es macht mich fertig und ich ertrage das nicht. Und
komme ich eben mit kleinen Schritten ans Ziel. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!